Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Hemschmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und im schönen Murnau. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir mal ein ganz anderes Thema, was für die Männer wieder hier, ne? Die kommen ja immer ein bisschen zu kurz manchmal. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Schreibt mir sonst auch gern Männer, wenn ihr noch andere Themen haben wollt. Und zwar ist heute sehr schöne, ja, Dating-Strategie, das, oder sagen wir mal, die Löwenhaltung. Was ist das? Also ich bin ja mittlerweile kein großer Freund mehr von verzweifelt jemand suchen. Also ich glaube, das sendet auch, ja. Also wenn man irgendwas jagt und sucht, was macht das? Es läuft doch vor einem weg, irgendwie so, ne? Und ja, ich finde eigentlich auch viele Ansätze, die eben, also es für Männer ja auch gibt, irgendwie Frauen zu jagen oder finde ich persönlich nicht. Also ich habe da jetzt keine Wertung, wer das machen will, kann das machen. Und auch auf Online-Börsen rumhängen ist irgendwo vielleicht manchmal jagen irgendwie. Also diese Suchenergie, ich habe was nicht, ich bin im Mangel, ich muss haben. Und aber wie gesagt, das ist überhaupt keine Wertung. Wenn ihr gut klarkommt mit Online-Dating, alles fein. Aber es gibt halt so eine Sache, die finde ich echt cool und weil ich dieses Mindset gut finde, so, ne? Und das ist also dieses diese Löweneinstellung. Kann man vielleicht als auf eine Frau auch übersetzen, Löwin, keine Ahnung. Bedeutet eben so, ich gehe jetzt nicht, nehmen wir an, ich will jemand oder hätte Lust, auch mal wieder jemand kennenzulernen. Also ich gehe jetzt nicht in einen Club und weiß ich nicht, guckt da jeder Frau hinterher oder versucht verzweifelt irgendwie eine Nummer zu kriegen, was ja irgendwo auch schon wieder suchen ist, sondern ja, ich setze mich irgendwo hin. In diesem Club, an eine gemütliche Stelle und habe so eine innere Einstellung von, es ist alles meins hier. Ich bin hier der Löwenking und es ist alles meins und ich warte drauf, was passiert. Und wenn irgendjemand mich ansprechen will, fein, gucke ich mir das an. Und wenn nicht, dann werde ich ja auch einen super geilen Abend haben und werde hier total relaxed sitzen und bin hier komplett in meiner Fülle. Hört sich jetzt vielleicht crazy an. Und aber ich finde das total coole Geschichte, weil dieses Mindset, glaube ich, so hilfreich ist irgendwie so auch fürs Leben so, ne? Das ist so zu sagen, hey, ich brauche ja nichts, ich bin ja in so einer Fülle und ich strahle diese Fülle in den Raum aus und gucke, was aus dieser Ausstrahlung zurückkommt und habe auch, also wenn man so im Club oder wo auch immer sitzen kann, also das sind schon mal so gesunde Glaubenssätze, die man hat, ne? Also ich brauche nicht unbedingt was, ich bin hier gut in meiner Kraft, ich bin in meiner Stärke, ich kann Dinge anziehen. Das finde ich echt ziemlich geil. Und ja, probiert es mal aus oder beschäftigt euch mit diesem Mindset dahinter. Und was ich so großartig daran finde, das hat überhaupt nichts mit Manipulation oder so zu tun. Das ist eine rein energetische Geschichte, ne? Die du so, ja, ausstrahlst. Gut, schauen wir mal. Schreibt gerne Kommentare und wir werden uns bald wiedersehen.